Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Die böse Kampagne. So, wir zoomen mal an die Karte ran. Hier in Mittelerde. Sagt er was? Die Uruk-hai sind stark. Die Vernichtung Rohans hat begonnen. Es wird Zeit, die Gemeinschaft zu zerschmettern und Saurons Eigentum zurückzufordern. Da ist bestimmt Amon Hen, ich glaube, wenn ich es richtig ausspreche, gemeint. Akt 4, eine Spezialfertigkeit. Das lese ich gerade unten links und rein da. Amon Hen war einst der nördlichste Wachposten Gondors. Heute ist er zerstört. Ein Schicksal, das schon bald das ganze Land teilen wird. Oha. Und noch ein Video. Meist sind die aber un... Lauft, Hobbits, lauft! Ich wollte gerade Unsinn... Merry! Pippin! Suchen wir eine Abkürzung. Kommt schon, da lang. Bringt mir die Halblinge! Okay. Die Halblinge verstecken sich mit dem Ring in diesen Wäldern. Sucht überall nach den Halblingen und vernichtet jeden, der sich euch in den Weg stellt. Ah, jetzt haben wir mal einen anderen bösen Held. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, meist sind sie unsynchronisiert, aber das stimmt ja jetzt nicht ganz. Es riecht nach... Vorwärts, ihr Mann! Verschont niemand! Ach, Mensch. Sie sind in den Bäumen! Hier, du machst die mal da weg. Wie viel Schaden machst du denn? Ah, doch, ein bisschen machst du. Gott, aber wenn hier aus jeder Ecke was geschossen kommt, dann... Und die machen sehr wenig Schaden. Na, komm mal weiter hier hin. Was kannst du denn? Verkrüppeln. Du... habe ich jetzt... Verkrüppel ihn. Nicht vom Fleck. Ihr macht, was ich sage. Ich krieg langsam Hunger. So. Zerstören. Ach Mensch, schon Level 2. Sekundärziele, Bonus, finde geheime Verbündete. Steige mit Lurz, heißt er, Held, in Rang 2 auf, finde geheime Verbündete. Vernichte alle Helden und Halblinge. So, dann gucken wir mal, gehen wir mal mit Lurz in diese Richtung. Oh ja. Und dann... Oh ja, jetzt in Level 2 macht er viel mehr Schaden. Ach, nicht, dass sie da gleich angreifen. Wie es aussieht, ist das eine ziemlich kleine Map, muss ich ehrlich sagen. Also den Hurz lassen wir hier schön leveln, würde ich sagen. Und dann bauen wir auch jetzt erstmal Bogenschützen, sonst wird das hier zu peinlich. Oh, wie schnell geht das denn? Weil mit denen ist hier wirklich... Genau, die macht ihr noch mit eurem Leben, was ihr habt. Ich muss mich jetzt erstmal auch an die Farbe gewöhnen, ganz ehrlich. Sonst war Rot immer feindlich. Und wenn ich jetzt unten auf die Karte gucke, oh mein Gott, so viel Rot. So, habe ich... Ach doch, einer kommt noch, so. Kostet uns das nichts hier? Doch, das kostet uns auch was. Wir geben mal alles aus, was wir haben, damit wir erstmal eine Armee haben. Das geht ja hier ratze. Fix. Also während die sich hier opfern, wird hier eine Armee ausgehoben. Der Feind! Die Uruks und ihre Armbrüste so. Ich beobachte euch. Dann geht es weiter. Da, das Gold sammeln wir ein. Ja, es renne. Und sehr gut gerannt. Da. Da geht ihr jetzt alle rauf. Und zerschafft sie nieder. Oh, so viele. Aber das geht ja eigentlich noch. Weil die... Ich
So. Und jetzt auf den Helden. Ah, jetzt einmal angeditscht, jetzt geht er weg. Und dann sind die hier Geschichte gleich. Ne? Perfekt, würde ich sagen. Einmal hier das Gold mitnehmen. Da, Gold. Genau. Noch mehr Feinde. Da ist der Zwerg. Bringt ihn mir. Sie greifen an. Au, 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 au. Los, Zwerg. So. Und Lurz wird jetzt... Ach, falsche Taste. Verkrüppelt ihn. So, dann nimm die Nahkampfwaffe. Und dann darfst du... Dann darfst du hier... kämpfen. Oh, das sieht... Sieht ein bisschen... Weiß nicht. Albern will ich nicht sagen, aber ein bisschen komisch aus, wie er hier kämpft. Also irgendwie einmal so seitlich schlagen, dann erstmal wieder richtig hinstellen. Also da muss so ein bisschen mehr Bewegung drin sein. Aber der wird... Das bringt ihn ja nur bald ein Level auf. Ach, der zerstört ja unsere Armee so allmählich. Aber so schlimm finde ich das gar nicht. Währenddessen haben wir hier genügend Zeit, die umzubringen und ihn hier ein bisschen aufzuleveln. Währenddessen können wir auch, finde ich, das Geld wieder ausgeben für eine neue Armee. Das ist ja so bei den Bösen. Mehr Masse statt Klasse, wie gesagt, ne? Da haben wir mehr Einheiten und können auch viele bauen. Und die anderen sind dann doch ein bisschen stärker und wir sind... halt dafür schwächer, haben aber mehr Einheiten. So. Und jetzt zu dir. Spürt die Stiche meiner Pfeile. So. Die Armee wird hergebracht. So, sonst hat er da. Sonst wird er da gleich von beiden angegriffen, was. Gerade oder gleich passiert. Ah, auf jeden Fall macht er Schaden. Ich schätze mal, wenn er einen Held umgebracht hat, dann sieht das auch schon wieder anders aus. So. Auf Legolas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Na los. Lurz kommt hinterher. Heißt, der ist auch Lurz, ne? Lurz, doch, Lurz. Ach, hier oben stehen noch die vereinzelten Einheiten. So. Das Ziel haben wir geschafft. Sollen wir da auch hin? Na, jetzt. Haut nicht ab. Oh Gott. Ach, Elben. Da rauft er jetzt. Sie sind entkommen. Die wollen da doch flüchten. Ich habe ja aber auch kein Zeitlimit oder so, also... Oh, 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 oh. Und jetzt rauf da. So, jetzt haben wir aber schön viel Geld. Dann spießen wir diese Reiter auf wie Schweine. Na, zwei reichen. Und der Rest wird damit. So, jetzt geh in den Nahkampf. So. Ach, ihr teilweise tut ihr ja schon nichts mehr. Los, macht den nochmal eben einmal. Genau. Dann geht ihr ein Stück nach vorne.
Und jetzt werden die Elben hier mal ein bisschen mit Pfeilen bestückt. So. Ja, eine kommt noch und dann ist das die wohlverdiente Verstärkung. Genau so. Aber sie haben es geschafft zu flüchten, ne? Oh, oh, was ist... Das ist Verteidigen und das war... So. Ich wollte nämlich das. Finde... Warte nochmal. Finde geheime Verbündete. Aha. Geheime Verbündete. Bin ich aber Dann kommt mal eine weg. Und du kümmerst dich um die. Und dann gucken wir nochmal, ob wir die schnell finden, die geheimen Verbündeten. An die habe ich ja jetzt gar nicht gedacht. Ah, schade. Eine Sackgasse. Da. Rüber. Oder kann das noch hier unten irgendwo sein? Wenn wir mal irgendwie hier nach da unten lassen. Wir wollen ja bestimmt das Geld auch mitnehmen. So, Verbündete, wo sind hier die Verbündeten? Nee, das ist blöd. Wir müssen... Ich würde ja erstmal gerne die geheimen Verbündeten finden, aber es sieht... Macht eure Waffen bereit! Nee, hier unten war ich doch schon, oder? Wir gucken nochmal. Sonst hier vielleicht? Da? Da ist so ein Weg, aber hier unten waren wir ja schon. Das ist ja schon erkundet. Wir gucken nochmal hier. Die laufen auch ziemlich zügig, finde ich, die Urukai. Das kann ich kaufen? Okay. Nicht zurückfallen! Vorwärts! Dabei habe ich das gar nicht freigeschaltet. Trolle. Das heißt... Macht eure Waffen bereit! Wie mache ich das denn? Noch mehr Trolle kommen in die Höhle. Na los. Ja, wenn wir schon mal so eine Unterstützung kriegen, dann sollten wir uns denen doch auch annehmen. Finde einen Ork zum Festhalten. Finde einen Ork und werfe ihn wie eine Waffe. Benutze einen Baum als Waffe. Ja, einer kann mal einen Baum nehmen. Komm hier. Ah, dann kommen die hier irgendwann stückweise. Aber hier sind zwei nette Höhlentrolle. Sind doch schon mal nicht schlecht. Jetzt habe ich aber dieser blöden Einheit hier die verbesserten Klingen gegeben. Das hätten wir auch anderen Einheiten geben können. So. Einmal ein bisschen zusammenkommen. Genau. Und jetzt habe ich alle. Jetzt kommt der Sturm. So. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ich brauche eure Bögen. Ach, da. Du kümmerst dich mal um die deiner Seite. So, er sitzt da mittendrin.